Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich aber ganz, ganz herzlich zu einer Liebesbotschaft hier für dich. Was möchte dich hier aus der geistigen Welt mit dieser wundervollen Vollmondenergie jetzt erwarten in der Liebe? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Was die Privatlegungen anbelangt, gehen jetzt alle wieder nach und nach eben auch raus. Und ich werde hier gleich für dich starten. Bevor ich hier starte, möchte ich dir ganz gerne hier einmal die Liebes... Ich hoffe, du kannst das hier ganz gut sehen. Ja, hier haben wir die Liebe draufstehen. Diese wundervollen, duftenden Räucherstäbchen erhältst du jetzt einmal für die Liebe diese Räucherstäbchen gratis bei jeder Bestellung mit dazu. Es ist ein wundervoller Duft. Ich habe das hier eben für diese Legung extra auch angezündet für die Energien hier für die Liebe. Also das einmal zu den Bestellungen gratis mit hinzu. Ich starte jetzt einmal für dich und werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Hier haben wir gleich mehrere Botschaften. Schauen, dass du das alles ganz gut sehen kannst hier gleich. Eine Karte ist runtergefallen. Ein Stopp. So, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte hier auf dich zukommen? Wie sind die Gefühle, wie sind die Gedanken? Also, für viele bekomme ich, dass du dich hier definitiv gelöst hast, dass du hier bewusst auf die Unabhängigkeit schaust. Du bist in deiner absoluten kraftvollen Energie. Das sind wundervolle Botschaften. Du bist hier ganz, ganz stark beschützt. Ich gehe gleich auf diese Karten ein. Wir haben hier den Schutzengel. Wundervolle Botschaften hier für dich. Des Weiteren haben wir hier die Intimitäten, die ganz, ganz starke Anziehungskraft. Wir haben hier die sexuellen Künste. Des Weiteren haben wir die Hilfe von oben. Ich zeige dir erstmal diese Karte hier in die Kamera und dann gehe ich auf die Themen ein, damit du das hier alles ganz gut sehen kannst. Die Hilfe einmal von oben. Dann haben wir den Aufschub. Und dann haben wir die Karte, sage, was du meinst. Steh dazu, was du sagst. Hör genau hin, was du fühlst, was du hörst, weil du bekommst dir hier ganz, ganz starke Botschaften aus der geistigen Welt, aus dem Göttlichen, aus dem Universum. Und hier ist es wichtig, dass du genau hinhören solltest. Also, ich bekomme hier ganz, ganz stark, dass du etwas ganz, ganz Bestimmtes jetzt wahrnimmst. Achte bitte auf deine Träume. Innerhalb kürzester Zeit wirst du gebeten, genau hinzuhören, was du in gewissen Momenten fühlst. Irgendetwas möchte dich erreichen, und zwar etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja? Wir haben hier eine bestimmte Uhrzeit darauf. Das heißt, du wirst zu einer bestimmten Stunde, was im Jetzt auch stattfinden kann, oder am morgigen Tag, je nachdem, wann du diese Botschaft eben auch schaust. Und hier ist es wichtig, dass du aber jetzt auch aussprichst, was du meinst. Das bekomme ich hier ganz, ganz stark. Weil wir haben ja am Ende den Narr. Und der spricht von Unabhängigkeit.
Ja, etwas auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das bekomme ich hier für den einen oder anderen. Dass es jetzt an der Zeit ist, einen gewissen Weg einzuschlagen. Wir haben hier auch eine Schriftrolle darauf, beziehungsweise einen Bilderrahmen mit einem bestimmten Schriftzug. Also es gibt etwas in deinem Leben, was von großer Bedeutung hat oder was dir jetzt total getragen werden möchte. Ja, es hat mit Schriften etwas zu tun. Achte auf die Schreibweise, achte auf die Vorgehensweise deines Gegenübers, weil der eine oder andere ist hier noch in gewissen Gegebenheiten, wo genau darauf geachtet werden sollte. Das bekomme ich als ganz, ganz wichtige Botschaft. Hier kämpft jemand, hier ringt jemand mit sich. Ja, das kannst einmal du sein oder aber auch dein Gegenüber, weil hier zeigt sich die Herrscherin. Ja, also ich bekomme die Energie, was ich schon zu Anbeginn sagte, sehr, sehr kraftvoll. Du bist hier ganz, ganz stark göttlich geführt. Es ist ein gewisser Schutz auf dir, das bekomme ich hier gerade rein, weil wir haben hier auch den Hierophant. Du bist ganz, ganz stark beschützt, suche aber auch in gewissen Dingen diese Zeichen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig für den einen oder anderen, was du hier bislang nicht hören wolltest oder konntest, was mit einer ganz, ganz bestimmten Person zu tun hat. Es kann für viele hier die Dreieckssituation sein. Es kann für viele hier die Gegebenheit sein, was stark auf dem Intimen agierend ist. Ja, deswegen individuell jetzt bitte für dich schauen, es ist eine allgemeine Legung. Wo bist du in einer gewissen Gefahrensituation auch? Das kann bei dem einen oder anderen diese starken Zweifel sein. Das bekomme ich für eine Gruppe, was eine bestimmte Person beinhaltet, dass du in dieser Gegebenheit gegen dich selber ankämpfst und Sorge hast, dass dies eine riskante Versuchung ist, wo es für andere wiederum die riskante Versuchung ist, wo du etwas nicht hören möchtest, nicht vernehmen kannst, weil man in einer Situation nicht zwischen den Zeilen liest, in der Konversation darauf zu achten, wie mit dir jemand spricht. Ja, ganz, ganz wichtig. Ist es so, dieses Saloppe im Hinblick, nimmt man dich ernst? Das bekomme ich hier ganz, ganz stark. Dass du hier stark in diesen Gefühlen bist und diese Person aber gewisses anderes im Fokus hat. Ja, das können die Intimitäten sein, das können in jeglicher Form etwas sein, wo du schon lange in einer Gegebenheit bist. Schon eine ganze Ewigkeit. Und jetzt gilt es, lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Wir haben hier sehr, sehr hohe Karten. Du könntest hier in einer Situation sein, wo entweder du etwas immer und immer wieder aufschiebst, oder aber auch, wo diese Person dein Gegenüber etwas immer und immer wieder aufschiebt. In Form, man trifft sich, man schreibt. Aber im Ausgang findet nie wirklich etwas statt zwischen euch. Außer die Leidenschaft, die Erotik und dieses Gefühl. Und dafür darfst du jetzt diesen Blick bekommen, genau hinzuschauen. Was wolltest du diesbezüglich nicht hören? Jemand ist hier auch so in dieser Abwehr, ja, hat hier auch ein Schwert in der Hand. Schau jetzt hier einmal weiter, was ich hier zeigen möchte und vor allem auch, was auf dich zukommen möchte. Hier haben wir einmal die Stärke. Ja? Also hier ist es so, man wehrt sich gegen etwas. Man wehrt sich vehement. Entweder bist du das, gegen diese starken Gefühle, gegen diese starke Anziehungskraft. Aber auch in einer Gegebenheit, das bekomme ich ebenfalls für ein, zwei Personen, dass du jetzt hinschauen darfst. Was konntest du in der Vergangenheit schon nicht vernehmen? Ja, das ist so dieser nebelige Blick, dieses jemand konnte dich im Grunde genommen immer und immer wieder von ihm oder ihr überzeugen. Ja, hat eine gewisse Überzeugungskraft, wo du jetzt um Hilfe bittest und du diese Hilfe auch von oben bekommst und diese darfst du vernehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, da auf Zeichen, Signale, Lieder, Bilder, gewisse Symbole, eine Symbolik, was dein Gegenüber beinhaltet. Ja, das kann in jeglicher Form ein Symbol darstellen, was dein Gegenüber hier hat. Es ist ein bestimmtes Symbol, ein bestimmtes Zeichen, ein bestimmtes Lied, was euch hier stark verbindet. Für viele bekomme ich aber auch, dass du dich hier dagegen wehrst, und zwar vehement. Oder aber auch dein Gegenüber wehrt sich ganz, ganz stark dagegen. Ja, das kann einmal auch sein. Also man entzieht sich immer und immer wieder. Einer von euch beiden ist in der Situation, sich immer und immer wieder zu entziehen,
aufgrund, weil es für ihn oder sie oder aber auch dich eine riskante Versuchung ist. So bekam ich das hier. Wir haben hier eine sehr hohe Karte. Wir haben alles hohe Arkane. Ja, wir haben hier die Herrscherin, wir haben den Hierophant, wir haben die Stärke, wir haben mit dem Herrscher und wir haben hier das Gericht. Und den Namen eben, ja. Diese Verbindung reicht über mehrere Leben hinaus. Es ist ein ganz, ganz starkes Band, was euch miteinander verbindet. Es kann hier auch sein, dass ihr ein Kind miteinander habt oder aber auch nicht. Es kann sein, dass hier Kinder involviert sind oder aber auch nicht. Ich sehe, dass eine Seele, eine verstorbene Seele euch hier zusammenführen möchte. Ihr seid hier füreinander bestimmt. Und es kann, wie gesagt, wo ich dann sagte, für den einen oder anderen so sein, dass du dich eben komplett aus der Situation rausgezogen hast. Du hast dich unabhängig gemacht, du hast dich befreit, weil du in der Gegebenheit bist, dass eben keine Bewegung stattfindet oder aber nur, wenn dann so salopp. Das heißt, es kommt nicht wirklich eine Verbindung bei euch zustande. Man wehrt sich vehement dagegen. Ja, ob du das jetzt bist oder ob er oder sie das ist. Des Weiteren haben wir hier die 6 der Stäbe. Das ist dieses Nähern und gleichzeitig Distanzieren. Was ich hier ganz, ganz stark bekomme, ist, dass du wegläufst. Also einer von euch beiden läuft hier weg. Ja, das heißt, du gibst hier etwas von dir preis und gleichzeitig bist du sehr kalt, bist du sehr kühl, sehr unnahbar. Ja, das passt hier auch in Kombination mit der Herrscherin. Denn eine Herrscherin weiß, was sie möchte. Eine Herrscherin verschwendet keine Zeit. Eine Herrscherin schaut, dass es ihr gut geht. Eine Herrscherin schaut, alles das, was um sie herum ist, dass es blüht, wächst, gedeiht und ist auch nicht in der Gegebenheit, hier zu warten. Also hier, diese Legung ist für einmal all die, die hier nicht in der Warteposition sind, gleichzeitig aber auch für die, wo man hier jetzt Hilfe von oben bekommt, wo man genau auf die Zeichen achten sollte. Ja, das wirst du hier erfahren, in jeglicher Form auch immer. Vielleicht ist hier auch gerade so eine Ähnlichkeit, ja, auf den Bildern, das bekomme ich auch gerade rein, weil es sind hier ganz, ganz wichtige Botschaften, achte bitte darauf. Wir haben hier auch den Hasen, wir haben hier eine Taube darauf. Es geht hier auch um Tierbotschaften, ja, achte bitte auf Botschaften im Außen. Nicht nur auf Zahlenkombinationen, das bekomme ich hier gerade rein. Hier ist es eine ganz bestimmte Message für dich. Ja, und vor allem wichtig, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, was du irgendwie ablehnst zu vernehmen. Ich sehe die Ablehnung des Vernehmens, ja, wo du vielleicht nicht genau hinhörst oder nicht genau schaust oder ähnliches. Also man ist so in der Anziehungskraft sehr stark, gleichzeitig in diesem Vernebelten, ja. Und hier ist definitiv die Nähe und Distanz, ja. Hier ist so die Verlockung und gleichzeitig wieder so auf Abstand halten. Dann haben wir hier die Herrscherin. Ist irrelevant, wie du hier schaust, auch wenn du als männliche Person schaust. Ja? Hier ist Stabilität. Hier zeigt sich jemand mit absoluter Stabilität. Man weiß, was man möchte. Hier könnte diese Person auch etwas Sorge haben, dass du zu stark agierend bist. Ja, dass man neben dich hier verschwindet. Das bekomme ich auch gerade rein. Schau mal. Neben dir wird man hier ganz klein. Hier ist so eine Statue. Ja? Und dass man da Sorge hat, dir nicht genügend zu sein, dir nicht gerecht zu werden, weil du so in deiner Pracht bist. Also du bist hier definitiv in deiner Pracht. Einer von euch beiden, das bekomme ich hier stark für dich. Ja? Weil hier ist die Befreiung. Ich bekomme eine starke Befreiung, ich bekomme einen Befreiungsschlag, dass du wirklich hier dich gelöst hast. Und diese Schlange hier im Hintergrund, das kann jetzt einmal noch eine dritte Person sein. Und du lässt dich aber von dieser immens großen Schlange nicht in die Irre führen. Das tut eine Herrscherin auch nicht. Ja? Eine Herrscherin ist auf ihrem Thron und ist in ihrer absoluten Weiblichkeit. Hier ist die Yin-Energie. Dann haben wir hier, das ist hier höchstwahrscheinlich dein Gegenüber, den Herrscher. Und hier ist jemand mit dem Latein am Ende. Also du hast hier einen Herrscher zur Strecke gebracht. Das bekomme ich bewusst hier so rein. Hier ist jemand verzweifelt. Hier ist jemand ohne Kraft. Hier hält sich jemand an diesem Stock fest und weiß nicht mehr weiter.
Ich sehe hier bewusst, dass du dich befreit hast. Du bist hier definitiv gegangen. Irrelevant, was in der Vergangenheit geschehen ist, dass du dich hier getrennt hast. Du hast hier diese Verbindung zwischen euch gelöst. Vielleicht hast du hier auch eine Karma-Auflösung machen lassen. Ich sehe, dass viele Schmerzen in der Vergangenheit stattgefunden haben bei dem einen oder anderen, wo es hier um eine Bestimmung ging. Hier ist es definitiv die Bestimmung. Aber hier ist jemand gebrandmarkt durch die Vergangenheit. Diese Person steht mitten im Leben. Diese Person weiß ganz genau, was er oder sie möchte. Diese Person ist ein Macher. Ja, also wir haben hier die Herrscherin und wir haben hier den Herrscher. Diese Person ist es gewohnt, dass es nach seinen Vorzügen geht. Das können hier aber auch zwei unterschiedliche Personen sein. Aber hier ist etwas zerbrochen zwischen euch. Und schau mal hier, hier hat sich jemand ganz, ganz stark beeinflussen lassen. Ja, sehr, sehr stark. Das Göttliche, das Universum greift hier ein. Weil wir haben hier auf diesem Thron, wo dein Gegenüber sitzt, ich bekomme stark für die männliche Person, also dein Gegenüber, ja, dein Seelenpartner, was sich hier gezeigt hat, wir haben hier einen kleinen Teufel. Ja, schau mal bitte. Ich hoffe, du kannst das hier ganz gut sehen. Da, wo der Herrscher drauf sitzt. Und hier hat man immer so auf sein Ego im Hinblick der Negativität gehört. Ja, und du siehst auch, vor diesem kleinen Teufelchen ist nochmal eine andere weibliche Person. Ich komme gleich zu dieser Karte, was es dann auch nochmal repräsentiert, wo ich sage, die um eine Dreiecksituation sich handeln könnte. Und hier hat jemand definitiv gedacht, woanders wäre es schöner, besser, leidenschaftlicher, romantischer. Aber diese Person hat sich geirrt. Das wird dieser Person erst jetzt bewusst. Weil diese Person, dein Gegenüber, lebt hier definitiv nicht das aus, was ihr miteinander ausgelebt habt. Oder aber auch, wenn ihr Gewisses noch nicht ausgelebt habt, es geht an sich und allein um die Gegebenheit, dass man sich näher gekommen ist. Und es ist irrelevant, ob das hier in der Intimität war oder aber auch nicht. Ja, ihr könntet hier eben nur vielleicht ein paar Wochen Worte gewechselt haben oder ein paar Monate. Hier geht es darum, dass dein Gegenüber etwas anderes immer im Sinn hatte. Ja, da gibt es noch etwas Besseres, etwas Tolleres, etwas Schöneres. Ja, es kann auch sein, dass du dich hier so entzogen hast in der Situation. Ja, dass du vielleicht gewisse Wochen oder Monate dich auf Gewisses eben nicht eingelassen hast. Ja, und er hier natürlich gerade anderweitig beschäftigt war. Ja, und versucht jetzt gegen seine Gefühle hier immens anzukämpfen. Also das ist hier nicht ohne, definitiv nicht. Und diese Botschaften bekomme ich ganz klar als eine deutliche Gegebenheit, was ich zu Anbeginn sagte, dass du dich hier befreit hast. Ja, du hast hier dieses Finstern losgelassen. Wir haben hier die Katze im Hintergrund, ja, und du hast diesen siebten Sinn. Du bist hier höchstwahrscheinlich auch sehr spirituell. Du hörst auf deine Intuition, ja. Du nimmst Zeichen wahr, wo der eine oder andere jetzt diese Zeichen wahrnehmen darf. Und jetzt erst bekommt dieser Herrscher hier, der aber auch nicht ohne ist. Ja? Also hier hast du schon mit jemandem zu tun, der so die Optionen genossen hat. Aber jetzt erst den Blick für dich bekommt, für euch bekommt. Weil das Göttliche, das Universum interveniert, was ich zu Anbeginn sagte. Ja? Denn wir haben hier nicht nur den Namen, wir haben hier auch die Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Und eine Herrscherin lässt sich definitiv nicht aufhalten. Und so wie diese Person sich hier zeigt, ja, so bekomme ich dein Gegenüber im Jetzt. Ja, irrelevant, was er hier gerade tut. Höchstwahrscheinlich tut er gar nichts. Denn er ist hier stark in seinen Emotionen beschäftigt. Im Hinblick kämpft gegen sein Ego an, kämpft gegen seine Gefühle an. Ja, hier hat jemand ganz, ganz stark Reue. Warum? Weil du dich nicht aufhalten lassen hast. Ja, ist auch irrelevant, wenn du hier von Frau zu Frau schaust oder Mann zu Mann schaust. Ja, wir haben hier Regenbogen auch darauf. Also schau bitte individuell, wie du damit in Resonanz gehst. Und wir haben hier auch Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Und du bist hier der Stimme deines Herzens gefolgt. Das heißt, du bist in die Bedingungslosigkeit gegangen. Du bist in die Annahme gegangen. Du hast losgelassen. Du hast vertraut. Du hast das Ganze dem Göttlichen, dem Universum übergeben. Und sobald du deine Sorgen,
Ängste, das Misstrauen, die Themen, die du tief in dir hast, dem Göttlichen überlässt, wenn du den Zugang dem Göttlichen, den Schutzengeln vertraust, ja, was wir hier haben mit dem Schutzengel, erst dann kann das Göttliche hier zwischen euch arbeiten, für euch arbeiten, ja, nur wenn du die Erlaubnis dessen gibst, nicht wenn du nicht im Vertrauen bist. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Und mit der riskanten Versuchung. Ja? Hier wollte sich jemand bewusst nicht auf dich einlassen. Du bist hier definitiv als weibliche Person die riskante Versuchung. Und wenn du in anderen Gegebenheiten bist, dann darfst du bitte schauen. Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Achte auf die Kommunikation. Vor allem schau, dass du, wenn ihr gerade derzeit Kontakt habt, dass du dich hier einem Herrscher nicht zu Füßen legst. Ja, dass du hier in die Herrscherinnen-Energie kommst. Eine Herrscherin unterwirft sich nicht dem Herrscher. Ja? Einmal mit der Karte. Riskante Versuchung, der Schein trügt. Deswegen das auch hier, was ich sagte, lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt und schau mal, wir haben die telepathischen Verbindungen, ja? Weil das hier eine ganz, ganz starke, geführte Verbindung ist. Hier haben wir die Karte, den Hierophant und hier zeigt sich auch das, was ich eben schon sagte, das zeige ich dir gleich einmal in die Kamera. Und hier hast du diesen ganz, ganz starken Schutz, ja? Der Hierophant ist das Göttliche hier, dass man die Hand über eure Verbindung hat, dass du einen ganz, ganz starken Schutz hast. Dass du dich nicht sorgen brauchst, dass du hier in die Arme des Göttlichen gehen kannst, dass du vertrauen darfst. Ja, die Hand liegt ja hier schon auf deinem Kopf. Und dann haben wir hier noch die Karte, die 8 der Schwerter. Also hier könnte es sein, dass es hier noch einen Konkurrenten gibt. Das heißt, wenn du hier in einer Partnerschaft bist oder ähnliches, das bekomme ich hier auch für den einen oder anderen. Und hier haben wir wieder dieses Teufelchen im Hintergrund. Ja? Und hier kommt man so in eine Situation, dass man hier langsam so den Verstand verliert. Ja? Aber im positiven Sinne. Denn nämlich in der Situation, dass du dich hier abwendest, dass man gar nicht weiß, ob du mit jemandem anderen bist, dass man gar nicht weiß, mit wem du Kontakt hast, dass man gar nicht weiß, mit wem du dich triffst. Weil du bist hier in der Unabhängigkeit, ja? Du lebst hier dein Sein. Diese andere Person ist eher in dieser Gegebenheit, dass man sich Gedanken macht. Vorher hast du ja gesehen, was ich dir gezeigt hatte. Ja, war er hier in der Position des Teufelchen. Und jetzt kommt man in Bewegung, ja? Das heißt, es kann sein, dass du hier mit jemand anderem bist oder aber auch sein wirst. Und dann kommt hier eine gewisse Eifersucht. Oder du schaust auf eine 3x-4x-Konstellation. Schau mal bitte. Ja? Es kann auch sein, dass es diese Gedanken sind, ja, dass du niemanden hast, aber die Gedanken. Es sind die Gedanken wie ein Kinofilm. Ja? Denkt man hier immer und immer wieder nach. Ob und wie, hier sind auch gewisse Vorstellungen im Hinblick, was du hier machen könntest mit einer anderen Person. Das bekomme ich hier auch ganz, ganz stark. Ja? Es ist irrelevant, ob hier etwas stattgefunden hat oder aber auch nicht, das, was ich schon sagte. Ja? Wir schauen hier einmal auf die Kontakte. Ein Stopp. Wir haben hier die Zeitverschwendung. Es ist das, was ich vorhin sagte, du verschwendest keine Zeit mehr. Ja? Du schaust hier auf die Intuition. Die Intuition ist hier rausgefallen, das sind all die Themen, die ich eben schon sagte. Ja, du lässt dich hier führen, du bist hier ganz, ganz stark geführt. Dann zeigt sich hier die Meditation und das sagt mir auch nochmal ganz klar, dass du in deinem eigenen bist. Du schaust, dass es dir gut geht. Du lässt nichts und niemanden an dich ran im Sinne von, du klärst deine Aura. Du bist hier wie in einer Bubble, ja, in einer Blase und lässt Gewisses nicht an dich ran. Ja, dass du jetzt für dich hier eben schaust, dass es dir gut geht, dass es dir absolut gut geht. Und wenn du nicht in dieser Energie bist, dann darfst du hier reinkommen. Ist ganz, ganz wichtig. Achte auf deine Intuition, achte auf deine Führung, achte auf das, was dir hier mitgegeben werden möchte. Und schau mal, wir haben hier das Krankenhaus und wir haben hier den Casanova. Diese Situation macht dein Gegenüber emotional krank. Und das ist dieses Kopfkino. Ja, also er hat hier definitiv oder sie mehrere zur Auswahl. Ich gehe hier stark von der männlichen Person aus.
Du hast hier ganz, ganz viele Namen und er schaut hier auf sein Handy, ja, schaut hier höchstwahrscheinlich auf WhatsApp, auf Status, auf Veränderungen bei dir, in jeglicher Form auch immer, ja. Also bei dem einen oder anderen schaut man nach dir, bei dem einen oder anderen, ich sehe die Kontaktaufnahme, man wird dich kontaktieren. Es kann bei dem einen oder anderen sein, dass man sich hier gar nicht mehr traut, ja, das schließe ich nicht aus, weil hier ist jemand emotional am Boden. Das ist hier eine ganz, ganz starke Person, eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Aber welche Erkenntnis er jetzt kommt, ja, was man hier immer vehement abgelehnt hat, man kämpft gegen diese Gefühle, man kämpft gegen diese Leidenschaft, ja. Wir haben die Stärke über dem Herrscher. Und was sich hier zeigt mit dem Casanova, wo kein Interesse ist, was andere Personen beinhaltet, weil hier sind schon Personen in seinem Umfeld, wo er das leichte Spiel hat. Definitiv. Das bekomme ich ganz, ganz stark in den Energien. Aber weil du dich hier so repräsentierst, bist du interessant, weil du dich aus dem Ganzen rausgezogen hast, hast du hier das Interesse ganz, ganz stark geweckt. Diese Person, dein Gegenüber ist hier ganz, ganz stark von dir fasziniert. Ja, und wenn du in Gegebenheiten bist, was ich zu Anbeginn sagte, mit einem Casanova, Gigolo, ja, wenn du hier vielleicht in zwei Gegebenheiten bist oder in einer Situation, wo du ganz genau weißt, worum es hier im Eigentlichen geht, dann darfst du bitte für dich schauen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil hier ist schon dieser Weckruf, ja, hier ist wirklich dieser Hilferuf, gewisse Zeichen zu vernehmen. Ich schaue jetzt hier nochmal mit den Engelsbotschaften für dich. Und wir haben hier eine Hauptenergie. Gib dir Mühe, großer Liebe, ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Also einmal das. Es kann sein, dass dein Gegenüber noch in einer Partnerschaft ist. Es kann sein, dass du noch in einer Partnerschaft bist oder ihr beide, wenn du Single bist. Dann darfst du hier schauen, dass du dich hier etwas entziehst, im Hinblick, dass du in die Position der Herrscherin kommst. Alles, was ich vorhin schon sagte. Weil wir haben die Karte Liebe zuerst dich selbst, deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Da ich aber stark bekomme, dass du schon in dieser Energie bist, ja, wirst du hier in eine Verbindung gehen. Das ist hier gefallen. Wenn du damit in Resonanz gehst, du hast hier deinen Selbstwert bearbeitet. Du hast hier ganz genau geschaut. Ja, du hast jetzt den Blick, das dritte Auge ist hier geöffnet, ja, die Zirbeldrüse. Du hast den Blick, du hast es erkannt und du wirst hier definitiv in eine Partnerschaft gehen. Diese Gegebenheit ist ganz, ganz stark geführt und dein Gegenüber wird hier verbindlich, weil du hier in deinen absoluten Selbstwert gekommen bist. Und jetzt weiß man gar nicht mehr, wie man hier diesbezüglich auf dich zukommen soll. Ja, das bekomme ich hier immer und immer wieder. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Diese Situation hat mit Hochzeit zu tun. Schau mal hier noch einmal. Eine Karte möchte noch raus. Eine wichtige Botschaft. Wir schauen. Schau mal in Bilder. Entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Hier wird eine Entscheidung getroffen und wir haben hier Vertrauen. Und in der Vergangenheit, schau mal, vergeben und lernen, du bist hier in die Heilung gegangen, war er hier in der Offiziersposition. Ja? Ein Herrscher befiehlt auch gerne. Ein Herrscher sagt gerne, wo es lang geht. Ja? Und hier war man sehr kühl und unnahbar. Du wusstest, dass es hier eine geführte Verbindung ist, weil du hast dieses rote Band hier. Ja? Was wir hier schon hatten mit dieser Karte. Und jetzt, wo du losgelassen hast, Geduld geübt hast, Vertrauen hast, wo du entschieden hast, dich befreit hast, jetzt wird sich das Ganze drehen. Weil hier, ich sehe nicht, dass du auf dein Gegenüber zugehst. Definitiv nicht. Ja? Die Situation fordert dich auf, in Geduld zu üben. Und das sind die Themen hier zwischen euch. Ja, hier werden klare Entscheidungen in Zukunft getroffen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und voller Kraft, fühle dich umarmt. Bis dahin.